Okay, weiter geht's mit Resident Evil Rebirth. V-Bomb brauche ich nicht. Pistole brauche ich nicht. Ich brauche vieles nicht. Ich habe immer noch den alten Schlüssel. Die alte Shotgun. Onk 2. Bin fast gewillt, die alte Shotgun leer zu ballern. Text brauchen wir auch nicht mehr, wunderbar. Somehow give me a sign. Krista, Brad, can you hear me? Brad. Damn. Jesus fucking Christ. Hallo? Meine Fresse, ernsthaft.
Hey, Phoenix, willkommen zurück. Ja, ich muss das schließlich fertig machen. Wir sind im Endgame. Dauert nicht mehr lange. Küchenzombies. Nom, 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 nom. Ja, ich lass die Zombies sehr gern leben, weil das hier im Rebirth ziemlich anders ist. Weil wenn ich sage, ich knall alle Zombies über den Haufen, shit, müsste ich rein theoretisch alle Zombies verbrennen, damit ich keinen Stress habe, ja? Weil im Rebirth ist das Ganze nämlich anders, wenn du dann einen Zombie normal über den Haufen ballerst, der wird nach einer Zeit zum Crimson Head. Irgendwer stöhnt da noch. Und ich bin's nicht. Und deswegen killst du eigentlich nur die Zombies, die du brauchst, auf den Wegen, die du am meisten läufst. Da killst du die Zombies und verbrennst du die Zombies. Und ansonsten, wenn du vorbeilaufen kannst, lauf einfach vorbei. Das ist viel, viel Munition sparender. Aber soweit ich weiß, hast du nicht genug Kerosin für alle Zombies, die wo rumlaufen. Weil du hast nur irgendwie, das weiß ich nicht, entweder 6 oder 8 Ladungen voller Kerosin. Und das reicht bei weitem nicht. Will you take the battery? Yes, I will take the battery. Ich meine, das ist eine coole Mechanik mit einem Verbrennen, aber es funktioniert leider nur in Resident Evil 1. Wenn sowas wie Raccoon City, glaube ich, würde das nicht funktionieren. Außer du hast dann endlich Öl und machst es aus besonderes Item wie das Feuerzeug oder so. Dann vielleicht. Nö, wenn du den Kopf wegballerst, entweder durch einen normalen Crit mit der Pistole oder mit der Shotgun oder was auch immer, dann stehen sie nicht mehr auf. Sie stehen nur wieder auf, wenn der Kopf noch dran ist. Aber auf das kannst du dich auch nicht verlassen, das ist ja das. Mit der Shotgun geht's ja mit den Headshots, aber einen Crit mit der Pistole, das ist halt auch wieder mehr oder weniger RNG. Highlander-Prinzip. There can only be one! Okay, was habe ich jetzt alles dabei? Das brauche ich noch überhaupt nicht. Das große Problem ist, ich bin eigentlich ziemlich weit von der nächsten Truhe entfernt. Ja, dann wirst du ihn nicht mehr treffen, der ist schon tot. Den haben sie ja eingemauert in dem ersten Haus hier. Farbband. Theoretisch bräuchte ich Farbbänder, ne?
Da ist ja die Spielbox. Aber für was war die Spielbox? Was war da drinnen? Eine Einbuchtung mit 4 cm. Irgendwas zum Einsetzen, ich weiß nicht mehr was. Das ist nur ein Problem, wenn du ganz, ganz dringend aufs Klo musst, ja, und die Tür ist versperrt. Dann hast du ein Problem mit den ganzen Rätseln. Ja, aber ansonsten ist es, glaube ich, ganz okay. Wobei, wenn ich mich jetzt so erinnere, hier in dem Haus siehst du eigentlich auf Spieler nur genau eine Toilette. Zufall oder gewollt? Das ist die Frage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein großes Herrenhaus wirklich nur ein Klo hatte. Da, wenn der Angstschiss kommt, hast du verloren. Wenn du dann noch Durchfall hast oder sowas, ganz, ganz böse. Da ist noch eine Tür mit hellem Schlüssel. What? Versuche mich gerade ernsthaft daran zu erinnern. Ah, es war auf der anderen Seite. Okay. Weiß ich Bescheid. Das brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Die Batterie brauche ich erst wieder, wenn ich rausgehe. Da brauche ich mein letztes Farbband, einfach weil ich es kann. Okay, das ist die Notausrüstung. Das ist echt ein bisschen ekelhaft mit Chris. Du musst so viel Zeug liegen lassen und fünfmal laufen. Ey. Mit Jill kannst du das ganze Heilzeug einfach mitnehmen. So, tschack, 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 tschack. Und dann in die Truhe legen. Boom. Alles super sexy, aber hier. Bin ich jetzt bescheuert oder sind da zwei Kisten? Ne, das sind zwei Kisten, ich bin nicht bescheuert. Also nicht mehr bescheuert als sonst. Ja, wenn du einen Rohrbruch hast, bist du natürlich verratzt, ne? Hast du natürlich verloren. Okay, damit haben wir das. Ich glaube, ich habe den blauen Juwel noch gar nicht mitgenommen von... von der Küche, wenn ich mich nicht täusche. Drei, zwei, eins.
Im Doppelpack. Nö, 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 nö. Ah, grüß Gott. Wunderschön. Ich liebe es, wenn es funktioniert. Oh. Hunter, die Ball spielen wollen, so ist es. Warum war das kein Headshot? Fragen über Fragen. Ich meine, es sind bessere Hunter als wie die Hunter im Resident Evil 3 Remake, also. Das waren ja keine Hunter, das waren ja laufende. Weiß ich nicht. Weil dem Resident Evil 3 Remake eigentlich die Hunter sind, die Ball spielen wollen, weil die kann es nämlich mit Granaten füttern. Ich weiß nicht, ob es Instant Kill ist, aber fast, glaube ich. Ein ausgestopftes Tiger. Weißt du, was wir tun sollten? Wir sollten Resident Evil 6 streamen. Ah, shit, der rote war genau der falsche. Ich hab's nicht mehr gewusst. Rot oder gelb? Shit. Glaube ich, bleibe ich drauf sitzen auf dem gelben. Oder nee, doch nicht. Der ist wieder rausgefallen. Oh, die MO-Disk. Was habe ich denn? Brauche ich den roten Kristall überhaupt? Juwel. Blue and Yellow. Warum brauche ich dann den roten? War der rote für irgendwas anders? Für was war das rote Juwel? Muss ich den oben in den Kopf einsetzen? Für irgendetwas war dieser Juwel, aber ich weiß nicht mehr für was. Jetzt habe ich mich halt wieder ins Aus befördert, ne? Weil im anderen Gang die zwei Hunter sind. Das ist genau der Raum mit der Truhe. Shit. Fast nicht drüber, weil ich brauche nämlich ein bisschen Heilzeug, weil der nächste Bosskampf steht an.
Nee, und das mit Resident Evil 6, das war nur ein Joke eigentlich. Okay, ich habe keine Ahnung, für was ich dieses blöde Juwel nochmal gebracht habe. Wirklich, ja. Stimmt, jetzt wo du sagst. Doch, das stimmt. Jedes Fahrzeug, was der fährt, macht BOOM. Polizei hat in Resident Evil 2 am Anfang, das in Resident Evil 6. In Resident Evil 4, das erste Auto, das hat er nicht gefahren, da war er nur Beifahrer im Endeffekt. Und die anderen Fahrzeuge, glaube ich, hat Ashley gefahren. Ich glaube, im vierten Teil ist er unschuldig. Wenn ich mich recht erinnere. Moment, ich sollte noch einen Shortcut öffnen. Das könnte mir ein bisschen die Laufwege ersparen. Zumindest auf dieser Seite vom Haus. Ich glaube, dass der Chris mehr kaputt gemacht hat in seiner Karriere als mit Leon. Also. Chris kann da drauf an, ja. Hast du das Redesign von Chris gesehen in Resident Evil 8? Das sieht hinten und vorne nicht mehr aus wie Chris Redfield. Ist schon krass irgendwie. Ich glaube, dass Chris Redfield der neue Bösewicht wird, der neue Wesker oder sowas, wenn du den Trenchcoat anziehst und so. Könnte gut hinkommen. Teil 8 ist wie Teil 7, nur wieder in so einem Dorf-Burg-Verschnitt wie in Resident Evil 4. Auch wieder verrückte Einwohner und Werwölfe und ich weiß nicht mehr, was das alles mit Resident Evil zu tun hat. Es sind nicht wirklich Werwölfe, es ist dieses, was soll ich sagen, sie sehen mehr so aus wie dieser Werwolf-Boss aus Castlevania Lord of Shadow. Was ich so gesehen habe im Trailer. War jetzt nicht so berauschend. Weißt du, es wäre bestimmt richtig, richtig geil, wenn du sagst, du machst heutzutage wieder ein Resident Evil hier, so wie Code Veronica. Nur mit neuen Grafik. Das wäre so geil. Das würde wahrscheinlich auch so gut funktionieren. Hundertprozentig.
Du kannst doch nicht ein fremdes Studio um Hilfe bitten. Das geht doch nicht. Ich bitte dich. Wo würden wir denn da hinkommen? Würden wir doch da... Eldenring? Nö. Überhaupt nichts. Ich bin schwer davon überzeugt, dass Eldenring nur ein Hilfsreiz war. Wie kommst du darauf, dass die Sibylle heißt, die Schlange? What the F? Die heißt 100% nicht Sibylle. Sibylle nennt er die Schlange, ernsthaft? Okay, aber warum ausgerechnet Sibylle? Das ist genauso, wenn ich sie Roswitha nennen würde oder so. Jetzt kann ich die doofe Magnum-Munition wieder nicht mitnehmen. Chris, du hast eine Shotgun in der Hand. Schieß das Ding einfach auf. Verstehe das Problem nicht. In Teil 5 riesige Steine kloppen mit der Faust und hier kann ich nicht mal Türen öffnen, verstehst du? Das ergibt alles keinen Sinn. Alles keinen Sinn! Absack. Ich dachte, du wärst noch ein paar Schritte weiter weg. Blute? Blute, danke. Ja, noch so einer. Kommen die alle her? Das ist der Gang, der will ich eigentlich nicht mehr. Ich will genau den anderen Gang. Ich bin wirklich gespannt, ob wir so in 2-3 Jahren vielleicht Bloodborne 2 sehen für die PlayStation 5. Wäre geil, aber ich glaub's das gar nicht. Was ich nie verstehen kann, ist, weiß nicht mehr, ist es schon 2 Jahre her oder ist es 1 Jahr her, wo Spider-Man rausgekommen ist für PlayStation 4. Warum brauche ich für dieses Spiel jetzt schon ein Remaster? Das ist noch gar nicht so alt, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Warum mache ich für solche Spiele schon ein Remaster, die es gar nicht brauchen oder verdienen? So, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich hinlaufen wollte. Was habe ich bekommen? Dieses Emblem. Aber mir fehlt noch einiges. In welcher Tür war ich noch nicht drin? Da drüben war ich, da drüben war ich. Hm.
Jetzt weiß ich, für was ich das rote Juwel brauche. Hahaha, Intelligenz und so. Ja, aber Spider-Man gehört ja nicht zum MCU. Das Spider-Man ist ein Extra, das gehört ja Sony. Deswegen gibt es ja den Deal für Marvel's Avenger mit Spider-Man. Sony Spider-Man hat ja mit Marvel nichts zu tun. Das ist ja Extra. Die haben ja den damals für 7 Millionen gekauft. I know stuff. Ich gehe davon aus, dass sie es beachten. In was für einer Welt leben wir denn, bitteschön? Aber das Spider-Man-Spiel war gut, also von dem her. Oh, nicht das Rätsel wieder. Rotate the pieces. Das stimmt allerdings, ja, schau, siehst du? Und ich soll jetzt wissen, warum dieses blöde Emblem war, ja? Es ergibt keinen Sinn. La-di-da, la-di-da, da-da. Adjust a piece, select a piece, 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 piece. Ich könnte dir helfen, aber vielleicht lasse ich dich noch ein bisschen leiden. Du bist so nett zu mir. Sieht zwar noch nichts aus, aber es könnte fast richtig sein, oder? War noch gar nicht so schwer. Ich bin noch nicht fertig. Siehst du, war gar nicht so schwer, wie ich immer gesagt habe. There's nothing unusual. Mhm. Sieht man noch, dass ein Schlüssel ist. Sieht aus wie ein ganz normales, ein ganz normaler Küchenmagnet. Duh. Chris, du bist dumm. Woher weiß Chris das? Die Frage beschäftigt mich seit dem ersten Resident Evil Teil. Woher wissen die das, dass die den Schlüssel nicht mehr brauchen? Rebecca, is she upstairs? Becca? Stimmt, Rebecca ist auch noch im Haus. Ne, in den Türen ist jeweils immer das Emblem eingraviert, aber ich glaube nicht, dass er mitzählt. Kann ich mir nicht vorstellen. Oh, tritt die Tür doch einfach auf, Chris. Chris, 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 Chris. Ich meine, ich könnte ihn ja in seinem Resident Evil 5 Look spielen. Naja, es gibt ja das Kostüm dafür, aber... Rebecca, das ist nur ein Gremlin, den du da mit danach gefüttert hast. Shut up.
Ich verstehe nicht, warum Rebecca so viel Angst hat. Sie ist durch Resident Evil Zero gegangen. Da waren viel, viel krassere Monster als wieder Hunter. Rebecca. Chris. You okay? I didn't mean to get you worried. We can't stay here any longer. We have to get to the others and find a way out of here. You with me? Yes. Then I'll go ahead. Until then, Rebecca, you're on your own. Stay cool and use your better judgment. Got it? I can handle myself. Good luck. Rebecca war in Resident Evil Zero irgendwie stärker drauf als wie im ersten Teil. In Resident Evil Zero gab es noch viel, viel krassere Monster. Ich sag nur der Tausendfüßler, ich sag nur die ganzen Igelmonster. Diese Riesenfrösche, die dich fressen konnten, zum Beispiel. Was hatten wir noch? Zombies? Zombiehunde? Ist zu dunkel, er schaltet die Lampe an, mein Freund. Was haben wir denn hier? Ein Metallobjekt. Das ist schön. Er war doch noch irgendwo. Nein, lass es brennen. Treibt die Stromrechnung in die Höhe, das passt schon. Er war doch noch irgendwo Munition versteckt. Oder auch nicht. Okay, ich habe dieses. Jetzt fehlt mir noch jenes. Das heißt, wo gehe ich jetzt hin? Oh ja, natürlich. Ich muss ja in den Garten. Ach, jetzt habe ich das andere Ding zu früh eingesehen. Ah, shit. Ich brauche das Emblem nochmal. Dieses Emblem ist nutzlos. Ich brauche das andere Emblem, dann habe ich noch zwei Plätze frei. Lauf, Chris, lauf! Weißt du, was interessant wäre, wenn da so ein Schrittzähler mit dabei wäre? Oder jedes Spiel sollte am Schluss, wenn du es durchgespielt hast, eine Statistik haben, wie viele Schritte oder wie viele Kilometer du gelaufen bist. Einfach so Interesse halber. Shadowhearts. Ich weiß nicht mehr, was Shadowhearts war. Der Name kommt mir bekannt vor, aber ich kann es nicht mehr zuordnen. Dunkles RPG mit abgefahrenen Monstern und du reist durch Asien und Europa. Okay. Neu oder alt? Hört sich alt an. Man muss sich mit Monster sehen, fusionieren, PlayStation 2 Ära. Okay.
Das war der falsche Knopf. Hoppala. Ich habe die ganze Zeit Curve Runnicle gespielt, aber Start war das normale Inventar. Und hier ist es Dreieck. Und Start ist das andere Menü. Jedes Spiel hat immer eine andere Steuerung. Das ist schlimm. Gut, dass ich nicht dumm bin. Jetzt habe ich die Batterie wieder liegen lassen. Warum sagst du mir nicht, dass ich die Batterie mitnehmen muss? Hm? Wo ist meine Batterie? Das Batterie. Ich musste vorhin schon feststellen, dass mich so ein Hund in 3 Bissen töten kann. Fuck, ich habe noch ein Item vergessen. Ja, ich hätte auch gedacht, dass die Schwäche sind, aber au! Warum sagst du mir nicht, dass ich die Kurbel brauche? Verdammt! Ich habe diesen Rebirth schon so lange nicht mehr gespielt. Damals konnte ich das auswendig. Ich brauche das, das, das und das und zack! Weißt du, das ist immer das Schwierige, wenn du Resident Evil Back-to-Back spielst. Wenn du jetzt zum Beispiel sowas wie Code Veronica spielst und dann spielst du sowas wie Rebirth und dann spielst du sowas wie Resident Evil 2 und dann spielst du vielleicht den Nemesis Remake oder sowas oder Resident Evil 2 Remake oder keine Ahnung. Alle diese Resident Evils haben Hunde, ja? Und in Resident Evil verhalten sich die Hunde anders. Du verlässt dich Treffer? Ja, der Hund ist nicht so stark. Ja, passt schon. Wie, keine Ahnung, in Code Veronica oder was. Ja, weißt du, brauchen 4 bis 5 Schuss. Passt, dann spielst du den Rebirth und zack, die Regeln sind komplett anders. Und dann stehst du wieder da. Bin hingefallen. Ja, das stimmt allerdings. Irgendwo muss der Reiz her. Aber weißt du, welches Resident Evil Spin-Off damals gar nicht so schlecht war eigentlich?
was einmal irgendwie zu wenig war, eine schlechte Entwickler, vom schlechten Entwickler. Aber so das Spielprinzip war ganz interessant. Das war Operation Raccoon City eigentlich. Als Spin-off war es eigentlich ganz gut. Wo du diese fünf verschiedenen Umbrella-Agenten gespielt hast. Beziehungsweise mit dem DLC noch fünf andere. Das war eigentlich ganz cool. Nee, nee, Resident Evil Operation Raccoon City hatte ja einen Online-Teil. Du konntest ja Koop spielen mit Freunden. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ist jetzt in dem anderen Stream blaues Kraut oder nicht? Das ist die Frage. Wenn ich dann nach unten fahre. Na, ich komme eh dran vorbei. Scheiß Vergiftung. Ich bin eine Fleischwunde, Chris. Passt schon, lauf. Wie ist es not necessary? Mach einfach. Ah, dummer Fido. Ah, jetzt weißt du, was ich meine. Ja, genau das meine ich. Das war eigentlich gar nicht so schlecht. Es war nur missverstanden, glaube ich. Und nachdem wir gesehen haben, wie schlecht Resident Evil 6 war, wissen wir jetzt, wie gut das Spiel eigentlich war. Ich habe es selber nie gespielt. Es war eigentlich ganz lustig. So als Action-Koop-Titel. So als Resident Evil Spin-Off war es total okay. Ernsthaft. Falsche Reihenfolge. Ernsthaft. Aufzug ist unten. Wirklich. Das Problem mit der ganzen Sache ist, ich glaube, das funktioniert unter Windows 10 nicht mehr. Oder es ist ein bisschen Arbeit involviert, das wieder lauffähig zu machen. Ich habe es mal vor kurzer Zeit installiert gehabt und es wollte nicht mehr starten. Ich weiß nicht, ob es da einen Workaround gibt oder nicht. Ja, das Spiel kam zu einer Zeit raus, da war... erinnerst du dich an Windows Live? Ja, zu so einer Zeit kam das raus. Was war das? 2006? 2007? Irgendwie so. Doofe Dreckschlange. Doofe Dreckschlange! Fick dich! Fick dich! Vergiftet, oder? Ja, natürlich bin ich vergiftet. Ist okay. Mit mir kann man es ja machen. Richtig, das nie funktioniert hat. Besonders wenn es irgendwie zum Patchen war oder sowas. Da war es das so verratzt. Das weiß ich noch, da war Windows Live zum Patchen. Dann hast du das gedownloadet, dann ging der Balken von links nach rechts. Dann hat sich das Spiel geschlossen und Windows Live hat sich geschlossen. Dann hätte es sich irgendwie der Installer öffnen sollen, das wohl nie passiert ist. Dann hast du das Spiel nochmal gestartet, weil sonst hattest du ja keine weiteren Optionen. Und was ist passiert? Windows Live geht wieder auf. Sie müssen ein Update downloaden. Und du hast konntest das Ding nochmal ziehen und irgendwie nach dem 10. Mal hat es dann doch mal funktioniert. Windows Live war so eine Fehlgeburt, das war der Wahnsinn. Das war dieselbe Fehlgeburt wie Windows Vista in 64-Bit. War so eine richtige Clown-Fiesta. Xbox Live ist so toll.
Shut up. Xbox Live, Windows Live, Windows Live, Bill Gates Live. Schlimm. Windows Store. Noch schlimmer. Jeder braucht seinen eigenen Store, seine eigene Vertriebsplattform und nichts funktioniert. Das Einzige, was funktioniert, ist Steam, komischerweise. Alles andere ist, blaues Grad. Ich glaube, alles, was ich hier unten brauche, ist die Kurbel, oder? Ja, ich stehe 1 Zentimeter zu weit links. Ist okay, Chris. Ach, das ist hexagon-shaped. Okay. Natürlich. Drück's halt einfach rein in den Stütz. Das geht schon. Gibt's noch viele andere Stores neben Steam? Ja, da gibt's einige. Du hast Steam. Du hast den Windows Store. Du hast Epic Store. Du hast Ubisoft. Du hast Origin. Du hast den GOG Launcher. Du hast 10 Milliarden andere. Da gibt es so viel mittlerweile. Das ist echt nicht mehr lustig. Du hast einen Blizzard Launcher. Du hast den Bethesda Launcher, du hast. Verstehst du? Du weißt, was ich hinaus will? Das, ja? Das alles allein schon aufzuzählen ist schon ekelhaft. Ich meine, GOG hat zwar diesen Galaxy Launcher, wo du alle mit einbinden kannst, allerdings setzt das voraus, dass du trotzdem alle installieren musst. Du kannst nur alle darüber managen, aber dämlich. Ist genauso dämlich, wie wenn ich sage, ich kaufe in Steam ein Ubisoft-Spiel oder ein EA-Spiel, weil ich sowieso dann den Client brauche, damit ich starten kann. Ja? Also wie Origin oder Uplay oder sowas. Ist halt dämlich. Double Crosser. Enrico, wait. Enrico! Rel. Enrico! Double crosser. Ja, natürlich, weil jeder die Preise kontrollieren will. Das ist ja das im Großen und Ganzen. Aber wenn ich das Spiel schon über Steam anbiete, ja, wie zum Beispiel, weiß was ich, Battlefield oder keine Ahnung, warum kann ich da die Origin-Integration nicht raustun? Weil ich habe schon eine Absicherung durch Steam. Warum brauche ich dann nochmal Origin dazu? Ich kann dir sagen, warum. Origin ist dann nur dazu da, damit EA sagen kann, wir haben so und so viele Benutzer auf unserer Origin-Plattform. Das ist der einzige gottverdammte Grund. Damit die sagen kann, ja, die Leute wollen das und die Spielerzahl ist so und so hoch auf unserer Plattform. Ja, da. Was total dämlich ist, aber hey.
Miteinander über Geld. Ja, das wirst du nicht mehr erleben wahrscheinlich. Das wird nie passieren. Wobei ja jetzt EA den Origin Launcher wieder wegmacht. Das heißt jetzt wieder irgendwie anders. Das heißt jetzt glaube ich dann irgendwie EA Play. Ne, nicht EA Play. Irgendwie anders. Also sie machen dann schon die dritte Revision von dem Ding quasi. Als erstes war es der EA Launcher oder EA Downloader, dann war es Origin und dann jetzt heißt es dann wieder irgendwie anders. Rebranding, weißt? Das Beste, was du machen kannst. Rebranding. Brauche ich jetzt die Vierkant auch oder brauche ich nur die Sechskant oder Achtkant oder was denn das? Ich weiß es nicht mehr. Setzt Depp mit Anführungszeichen, weil das ist eine hundertprozentige Marktstrategie. Ja? Origin ist böse. Verstehst du? Spät Daten aus und so. Ist total böse und so. Allerdings. Oh shit. Allerdings, wenn wir das Ganze ein bisschen rebranden, dann kann keiner mehr sagen, das ist böse, scheiße und schlecht. Hm? Naja, keine solche Firmen sind heilig, würde ich jetzt mal meinen, oder? Ups. Ich bin auf der Durchreise. Shit. Das kann ich jetzt nicht mal verneinen, weil du hast in allen Punkten recht, was das betrifft. Du kannst die Spinne am Leben lassen, du musst eigentlich nur die Tür irgendwie freimachen mit Messer oder sonst irgendwas, aber... Au. Aber warum sollte ich sie am Leben lassen? Das würde gar keinen Sinn ergeben. Wenn die Spinne noch runterkommen würde, wäre das geil. Auch. Ach stimmt, hier findest du das andere Kampfmesser, das eigentlich total sinnlos ist. Okay, ist nicht ganz sinnlos, weil der Flammenwerfer reicht nicht mehr. Ach, du hast noch ein Spinnchen. Warum? Ich habe das arme Vieh immer getötet. Ja, musste aber nicht. Total optional. Du tötest das Vieh eigentlich nur, wenn du ein schlechter Mensch bist. Du musst eigentlich nur die Tür aufmachen, dann kannst du wieder rauslaufen. Oder du tötest die Spinne nur, wenn du das Achievement, glaube ich, dafür willst.
Ja, dafür war der Flammenwerfer da. Ich meine, hallo. Du siehst es immer so schwarz, weißt? Ich bin der, der wo Probleme löst. Das mit den Steinchen hier ist gar nicht so einfach. So mit der Steuerung und der Perspektive, die haben mich schon so oft gekillt aus Versehen. Yes, unser Lieblingsrätsel. Die Plattform ist praktisch, wenn du zu faul bist, dich selbst zu drehen, ja. Ja, ich hab die Plattform. It's beautiful. Magical. Nope. No, 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 no. Okay, du brauchst nur die Hexagon-Dingens. Kurbel. Du, 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 du. Das sind die kompliziertesten und umständlichsten Mechanismen, nur damit du an irgendwas rankommst, hä? Kein Mensch würde sowas bauen in echt. Kein Mensch, weil jeder denken würde, doof. Nimmst die Keycard, passt schon. Aber es sind trotzdem bessere Rätsel als wie im Remake, wenn ich ehrlich bin. Was nicht schwer ist, aber hey. Das Blatt bohren mit Mods. Bist du sicher, dass du Blatt bohren meinst? Ah, ein Zentimeter zu weit links. Der Qualitätsunterschied zwischen der linken und rechten Statue ist auch erschreckend irgendwie. Zylinder. Ja, das habe ich schon gesehen mit dem Item und Boss Randomizer, aber gibt es ja mittlerweile für alles. Das gibt es ja für Dark Souls und Co. Ja, aber es ist aber nicht so berauschend, finde ich, wenn du sagst. Verstehst du? Ich meine, es ändert ja so nichts am Spiel. Es ist nur zufällig, wo du was wie bekommst. Gibt es ja für Resident Evil auch, wo Bosse und Items und alles randomized sind. Gibt es ja alles. Aber ja, da brauchst du irgendwie bestimmte Firma wahrscheinlich oder musst irgendwie deine PlayStation flashen oder was. Ja. Für so Randomizer-Geschichten brauchst du eine ziemlich hohe Toleranzgrenze, ja.
Ich hab's bei Dark Souls gesehen, wie einer gleich im ersten Foggate anstatt nicht die Gargoyles, den anderen Boss. Ich glaube, anstatt Quelaag oder sowas hat der Manus gehabt oder irgendwie so. Hey Lionel Day, boah, mich fickt Resi gerade richtig ab, was meinst du damit? Das Vieh in Ketten. Ach, das ist super easy, das Vieh in Ketten. Das musste nicht mal fighten, das Vieh. Beziehungsweise du brauchst es nicht fighten, weil du kannst es sowieso nicht killen. Wenn du an der Stelle bist mit den Särgen, musst du nur die Kettenblöcke an den Ecken runterschubsen, das war's. Mehr musst du gar nicht machen. Achso, 4, 2, 3, 1. Vier, zwei, drei, eins. Was habe ich hingegeben? 4, 3, 2, 1. Vier, zwei, drei, eins, sag ich da. Noch ein Heilgrad? Ja, wunderbar. Achso, ich muss die Box erst drüber schicken. Ja, da war was. Da war was. Jein. Mit Chris hast du keine Säurepatronen, das ist das Problem. Hast du nur mit Chill. Das ist eine Schreibmaschine.
Ja, das Szenario ist um einiges lustiger mit Jill, weil er nicht so viel laufen muss, als mit Chris. Diese zwei Inventarplätze mehr, die machen doch sehr viel aus. Oh, eine Tür hat sich. Lisa, hallo und tschüss. Ach ja, das bringt mir noch nichts. Total toll, du kannst Lisa komplett umgehen. Ja? Du brauchst dich nicht um sie kümmern. Passt schon. Ja, Lisa ist eine arme Sau hier. Ja. Aber sie war zumindest die Grundlage für Nemesis. Also von dem her, Win-Win, ich weiß es nicht. Ah, wie alt war sie? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie Teenager, keine Ahnung. 16 vielleicht. Ich weiß es nicht mehr, schon alles so lange her. Lisa war die Basis für das Nemesis-Projekt, ja. Man sieht gewisse Ähnlichkeiten bei Lisa und Nemesis. Wenn du genau hinsiehst, dann später in dem nächsten Boss-Fight, wenn die Tentakel hinten raussprießen und sowas, das ist so Nemesis. Nemesis-mäßig. Also bitte den Knopf drücken, mein Freund. Dankeschön. So hat Amazon angefangen, ja, mit solchen maschinellen Meilensteinen, ja. Jetzt alles mitgenommen. Ja, Magnum-Munition ist super wichtig. Aber wenn du das nicht weißt, dass du Lisa nicht töten kannst, kannst du ja deine ganze Magnum-Munition und sowas verballern. Das ist schon fies. Lisa, ich dachte, wir sind Freunde. Der tat weh. Der tat weh. Würde es uns wirklich wundern. Ja. Ach, wo waren das? Das war vor kurzem erst in den Nachrichten. Also auf diversen Internetseiten. Das ist schon vielleicht 2, 3 Monate her, wo China, in China gibt es wirklich irgendeinen Pharmakonzern oder ein Unternehmen, das hat sich Umbrella genannt. Oder nee, es hat sich nicht Umbrella genannt, es hat das Umbrella-Firmenlogo geklaut, aber anstatt rot-weiß war es blau-weiß. Irgendwas war da vor kurzer Zeit mal. Es war ein bisschen verstörend irgendwie. Es war das Emblem, ja, es war nicht der Name, so rum was. Und die Farben waren anders, aber ansonsten so. Okay. Und wenn es dann wirklich noch ein Pharmakonzern gewesen wäre oder sowas, die wären schon geil gewesen. Also in Anführungszeichen geil. Semi-geil. Ich weiß nicht mehr, was es war. Ich habe es nur im Internet gelesen. Es ist schon wieder einige Zeit her. Ich habe keine Ahnung. Müsstest du googeln. Ich weiß nur noch, dass sie das Logo hergenommen haben. Wie gesagt, es waren nur die Farben anders. Aber ansonsten war eins zu eins dasselbe. Weil mich das wirklich interessieren würde, was wäre, wenn du wirklich so ein Unternehmen starten würdest mit demselben Namen und demselben Logo, was die Leute dazu sagen würden. So, Really?
Nein, 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 wir machen keine Biowaffen, wir machen nur Kosmetik. Irgendwie ist das okay. Der neue Umbrella-Lidstrich für ein tödlich umwerfendes. Für einen tödlich umwerfenden Look oder irgendwie sowas. Nee, nee, Corona ist erst schlimm, wenn wir in die nächste Phase übergehen mit, wenn es dann so Las Plagas-mäßig wird. Erst dann würde ich mir Gedanken machen, ja. Wenn es parasitär wird. Ansonsten ist es ja noch ganz angenehm. Für ein mörderisch gutes Aussehen. Ja, ja. Au, fuck. Ich dachte, die wären noch ein bisschen weiter hinten, die Gute. Komm, Lisa, folge mir. Ich habe einen Lippenstift. Ah, Stift für dich. Fick mich quer durchs Gesicht, hier ist die schnell. Wo ist die Tür? Ja, ja, ist gut, Lisa, ist gut, ist gut. Ich hole deinen Lippenstift, ist alles okay. Nur wenn du es wie Wesker oder Cheryl benutzen kannst, wie ich was benutzen kann. Ein Lippenstift? Das ist hübsch. Achso, das T-Virus. Ja, wenn du das so cool machen kannst mit Wesker, dann ist das natürlich eine ganz geile Sache, aber ansonsten. Ich meine, musst dich nur vom Tyrant durchbohren lassen, alles ist gut. Und hoffen, dass die dich deinen wertlosen Arsch da wieder rausziehen, aber ansonsten. Lisa spielt mit Messern. Das ist die Art von Frau, die ich mag. Wobei bei Cheryl, dass der Tier. Wer ist Cheryl? Cheryl ist Silent Hill, Mann. Du meinst Cherry wahrscheinlich. Cherry ist Chivaris, aber. Ich will jetzt da nicht die Story von Resident Evil 6 aufgreifen, also gibt nämlich keinen Sinn, dass Sherry super Heilkräfte hat oder sowas. Also total bizarr. Den T-Veronica-Virus hat die nur Alexia. Macht auch Sinn. Wobei das nur zur Hälfte stimmt, weil Wesker hat ja den Körper von Steve gemobst und das bedeutet, er und seine Leute oder die Firma, für die er arbeitet, hat ja dann die Grundlage für ein T-Veronica-Virus. Nee, 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 hat er sie nie verabreicht. Wesker hat ja irgendwie eine eigene Mixtur von Birking bekommen. Vor dem ganzen Resident Evil 1 Dingens. Bevor sich das alles abgespielt hat. Aber frag mich nicht, auf wessen Basis oder ob das irgendwas anders ist. Es wurde nie so hundertprozentig erläutert. Ich meine, rein story-technisch hört für mich Resident Evil nach Code Veronica auf. Weil 4, 5 und 6 ist nicht wirklich das, was ich sagen werde, hey, das ist Resident Evil, das ist Michael Bay Action-Kracher oder so. Ich meine, wenn du Resident Evil 4 anguckst, wenn du Leon und Ada austauschst gegen zwei andere Charaktere, würdest du nie erkennen, dass es ein Resident Evil Spiel ist. Nie. So ist das. Die rote Monika.
Du weißt, was eine Ziehharmonika ist, aber die rote Harmonika sagt mir jetzt nichts. Ich hab was vergessen. Ja, die Red Queen kenne ich auch aus dem Film, aber. Oh, die Resident Evil Filme. Oh mein Gott, mit dem Zwerg-Nemesis im zweiten. Ja, das war ja wieder eine Schau, hä? Veronica war indiziert? Ne, es war nie indiziert, oder? Es war geschnitten, das weiß ich. Aber indiziert direkt? Wäre mir jetzt neu. Kam das bei uns nicht mit grünem Blut auf dem Markt? Keine Jugendfreigabe. Ich kann mich natürlich jetzt täuschen, aber... Okay, das wusste ich gar nicht. Mit der roten Monika und so. Das war mir jetzt neu. Von 2003 bis 2014. Holla die Walfee. Die sind echt langsam, wenn es um sowas geht. Ja gut, Wolfenstein 3D und Doom war ja auch ewig indiziert. Ich meine, oh mein Gott, diese Pixel. Nein, wie soll ich mehr weiterleben? Das war schon hart, waren schon harte Sachen damals, ja. Und heute gibt es eigentlich schon fast kein Spiel mehr, das indiziert wird irgendwie. Oder ich bekomme es einfach nicht mit. Aber ich glaube, die letzten... Spiele, die indiziert waren, damals war GTA, weiß ich noch, da war was, und Manhunt oder sowas, aber danach war es irgendwie alles human. Wobei, wenn du da auf dem Schulhof stehst und von einem roten Monika laberst, ich glaube, wenn das jemand hört, der meint, du vercheckst Drogen an jemanden, ne? Hey, brauchst du rote Monika? Ja, unbedingt, das muss so geil sein. Da wäre auch eine Schreibmaschine gewesen. Und eine Truhe. Brauche ich jetzt schon die zwei Embleme? Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube schon. Ich nehme es mal mit. Warum nicht? Kaching, kaching, kaching. Wo ist das andere Emblem? Ja, das ist. Warum habe ich so das Gefühl, dass ich gleich sterben werde? Okay, Lisa Bossfight. Weil du deine Fähigkeiten kennst? Nee, ich bin einfach nur aus der Übung, das ist alles. Wie gesagt, ich habe die letzten zwei Tage Code Veronica durchgesprintet. Also. You're a bit of a mess up. Chris, Captain Whiskers. Take a piece of the action. Wenn
Wesker kann sich schlagen, passt schon. Das war der ganze Bossfight. Ja, Wesker ist runtergefallen, aber ist egal. Bei Barry wäre es schlimmer. Warum ist das so wichtig, dass du diese vier Dinger runterschubst, damit Lisa den Körper ihrer Mutter sieht und den Kopf mitnimmt und durchdreht und runterspringt und dann ist die Sache gegessen? Ja, da ist außerdem das Familienfoto und der Brief mit drin. Die einzige Schwierigkeit ist, dass du diese zwei anderen Blöcke von der anderen Seite anschieben musst, aber ansonsten ist es eigentlich ziemlich simpel. Ich bin immer noch fasziniert, wie gut dieser Remake eigentlich ist im Vergleich zum neuen Remake, der im Vergleich mehr oder weniger nicht schlecht, sondern einfach undurchdacht und faul gemacht wurde irgendwie. Ich meine, hier der Remake, der ist 1 zu 1 Resident Evil plus Ergänzungen, ne? Und der Resident Evil 2 Remake und Resident Evil 3 Remake ist irgendwie... So, Endspurt. Das letzte Drittel. Ah, das sieht so cool aus mit dem Licht und so. Ist zwar alles vorgerendert, aber es sieht cooler aus als manch anderes Spiel. Wie, du hältst einen Schuss aus? What the fuck? Ein dummer Gaskopf, ey. So ist die Hit Detection ein bisschen seltsam. Ach, das mit den MO-Disc war ja auch ganz nett, wo du das in diesen Mini-Gamecubes reinstecken musstest. Welche Schwierigkeitsgrad? Ich spiele auf Easy. Easy ist eigentlich ganz angenehm, wenn ich ganz ehrlich bin. Normal ist mit dann mit Chris schon wieder zu viel Arbeit mit dem Rumgelaufe und Nacktfotos. Dokument mit Ada und John. John, Ada. War unsichtbare Gegner nicht ein extra Spielmodus? Das hat nichts mit der Schwierigkeitsgrad zu tun. Ist das rot.
Ich glaube, das Passwort war Cell, wenn ich mich nicht täusche. C-E-L-L. Ich glaube, unsichtbare Gegner war immer nächstes Spiel, oder was? Mr. Zombie. Fuck you. Magnum-Munition. Mmh. Delicious. Wer erinnert sich noch an diesen Metzgerraum in Resident Evil 4? Wo die ganzen Regeneratoren hingen oder wie die Viecher hießen? Ich glaube, das kommt von hier. Da hängen nämlich auch so Dinger. Als hätte ich gewusst, was das Passwort ist. Es wäre so interessant zu wissen, welches Betriebssystem Umbrella benutzt. Es ist bestimmt nicht Linux und es ist bestimmt nicht Windows. Schnell und effizient. Ich glaube, wenn du so ein Betriebssystem kaufst von dem, bekommst du so einen Lidschatten umsonst. Für ein mörderisch gutes Aussehen. Jesus Christus, ich habe 5 Zuschauer, was ist denn jetzt kaputt? Persönlicher Meilenstein. Huhu. Habe ich nicht gerade Türen aufgeschlossen normalerweise? Ach, ich habe die Tür aufgeschlossen. Ich habe etwas gemacht. Stöhn mich an von der Seite, ist okay. Wer legt Magnum-Munition in ein Waschbecken? Wer? Wissen die nicht, wie wertvoll das ist? Film. Hat sie denn eine Brille auf? Oder sah das nur so aus? Yes, der erste GameCube. Emo-Disc. Schieb rein das Ding. Ist cool, wenn du die ganze Technik hier siehst, diese ganzen alten Monitore und so. Schon sexy. Wie, du gehst jetzt offline? Das kann doch nicht sein. Nein, bleib noch ein bisschen. Nein! Kannst du mir nicht antun, jetzt so kurz vor Schluss, hey. Du wirst ja noch 30 Minuten warten können oder 60 Minuten oder so. Stell dich nicht so an.
Bleib ein Weilchen und hör zu. Crimson Head? Nein. Buh! Buh was? Versuchst du mich zu erschrecken? Das ist aber nicht nett. Schubmunition. Das ist sexy. Bioorganic Weapon Official Report. Hundi? Fischi? Hunty? Tyrant? Mr. Albert Viscas. 8462. Nee, das ist falsch. Es war nicht 8462, glaube ich. Emotis. Selbstzerstörung aktiviert. Bitte warten. Oh, hier kann ich das Video einlegen. Hier ist der Power-Schlüssel. Da sitzt er schon an der rechten Schulter normalerweise. Wie bewegt sich der Kerl? Damit du nichts erkennst. Oh, ich hatte 5 Zuschauer, jetzt sind es nur noch 2. Schade. Schade, schade, schade. Gut, die andere MO-Station war im Generatorraum und die dritte MO-Station war irgendwo anders. Und ich weiß nicht mehr wo. Ach, in dem Nebenraum, glaube ich, mit den Regalen. Da glaube ich auch ein MU-Terminal. Was ich nicht brauche, ist 36 Magnum-Munition. Hohoho. Da geht was. Da geht was, ja. Immer noch gegen Crimson Head. Ich glaube, Crimson Head war irgendwie zeitbasiert. Ich glaube, nach 30 Minuten oder so wurden die Crimson Heads. Oder es war noch Progress, ich weiß es nicht mehr. Irgendwie eins von beiden. Dieser Schlüssel hat keinen Nutzen mehr für mich. Woher ich das weiß? Ich bin psychic. Ah, stimmt, das war der Chimera-Raum. Ja, guten Tag. Ja, ich bin auf der Durchreise. Brauchst du gar nicht so gut. Das Kleinhirn an der Wand verteilt. Lecker. Dann kommt schon der Nächste. Guten Tag. Wiedersehen. Ekelhafte kleine Dinger, was ist so süß irgendwie? Ich weiß auch nicht.
Wo bin ich jetzt rausgekommen? Ich bin hier rausgekommen. Das heißt, ich muss hier rein. Richtig. Ach, muss ich das von der anderen Seite schieben, ja? Genau, ist das zweite Terminal. Ich meine, das mit den Terminals musst du ja gar nicht machen. Das musst du ja eigentlich nur machen, wenn du das beste Ending haben willst, ja? Das ist intelligentes Platzmanagement mit den Regalen, ja. Da muss ich echt applaudieren, ja. Funktioniert aber nur, wenn du so Lüftungsschächte drin hast, ansonsten bist du verratzt, ja. Hast du keine Chance. Alles ist zugerostet, ja. Umbrella, Milliardenkonzern, verstehst du? Und können sich keine Putzfrau leisten, die das mal sauber hält, ja. Ist wahrscheinlich schon ein Zombie, aber trotzdem, das sind Details. Was habe ich denn noch alles so an Heilsachen? Eh fast nichts mehr. Das lässt Gute so hoffen. Schrotmunition. Und Magnum-Munition. Ich weiß, ich könnte die Magnum benutzen, aber ich bin so ein alter Geizhals, was Items angeht. Man könnte es ja nochmal brauchen. Wobei, brauche ich 42 Magnum-Patronen zu diesem Zeitpunkt? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber hey, ich habe eine gut funktionierende Shotgun, ich meine. Warum nicht? Ich hätte den O-Disk mitnehmen sollen. Dum-di-dum-di-dum. Hast du jetzt deine Lisa geschafft oder nicht? Ich denke, du hast sie geschafft. Ich hoffe, du hast sie geschafft. Bin mir sicher, du hast sie geschafft. Ich weiß noch, es ist eine feste Anzahl, was hier rumläuft an Chimeras. Da darf ich nicht laufen. Das ist nicht gut.
Ach, das war der Angeschossene, okay. Okay. Im Original waren die um einiges furchteinflößender, wenn ich ehrlich bin. Das lag wahrscheinlich daran, dass der Raum dunkler war im Original. Emodiskstation, sonst super. Hab keinen Bock mehr gehabt. Ah, komm. Lisa braucht Liebe und Zuneigung, du weißt es. Geht ganz schön in die Munition. Nimm mal 2 Schuss für die. Hunter brauchen 3 Schuss. Hör auf, mir nachzulaufen. Ach ja, je. Wo gab's denn das Benzin? Wie die Lemminge, wie die Lemminge. Schlimm. Ah, das ist ein Selbstzerstörungsmechanismus. Hä, wo war denn das Benzin zum Auffüllen? Irgendwo in die Zapfsäule übersehen. Schon wieder einer. Ja, das ist kein Binden. Hä? Bin ziemlich sicher, man konnte das hier unten irgendwo auffüllen. Man musste den Weg zu Fuß zurückgehen, das weiß ich auch noch. Bin ich jetzt wirklich so doof, dass ich das nicht finde, oder was? Oder war das außerhalb? Das war der Aufzug. Wo gab's da jetzt das Benzin?
Chris? Jill. Chris, Wesker's the... I know. Zieh, Chris, zieh. I can't open it. Just wait, I'll be back. Okay. Im fünften Teil Steine schlagen, aber keine Türen öffnen können. Ist okay, Chris. Hab dich verstanden, Chris. Das ist alles okay, Chris. Der Benzin oder das Benzin muss im Generatorraum sein, definitiv. Der Benzin. Der Benzin. Ah. Ich werd alt, hä? Mach auf das Ding. Zweimal grün, ja, das ist nicht schlecht. Ach, das ist die andere Tür. Ihr könnt ja wenigstens... Ja, stimmt allerdings. Aber er hat nichts dabei, außer Spray und Schrotpatrone. Ich meine, sie sitzt jetzt schon seit ein paar Stunden in der Zelle. Ich denke mal, dass Zeit nicht mehr so das Problem sein dürfte. Sie kann ja den Schimmel an der Wand zählen oder sowas. Ich meine, das ist ja auch eine Beschäftigung. Oder sie kann sich ihre Fingernägel machen oder keine Ahnung. Man findet schon eine Beschäftigung. Würde das Spiel heute gemacht werden, ja, in 2020. Was würde Jill machen? Sie würde das Handy auspacken, wahrscheinlich irgendwie auf Instagram posten oder so. Wobei, dann könnte sie ihren Notruf auch aufsetzen, also von dem her. Oder irgendwie Candy Crush spielen auf dem Handy, wenn sie kein Internetempfang hat oder irgendwie so. Oder allgemein keinen Empfang. Das könnte ich mir noch vorstellen, ja. Wo musste ich dieses blöde Zäpfchen einsetzen, damit ich Benzin bekomme? Ich weiß es nicht mehr. Das ist die Selbstzerstörung. Zombie schreibt St. Newt. Oh, natürlich. Natürlich, das war der andere Raum. Ja, jetzt. Es kommt zurück. Gib Jill doch ein Zäpfchen. Ich weiß nicht, ob sie das so geil finden würde, wenn ich... Wobei, das würde gar nicht gehen, weil... Dieses massive Stahlzäpfchen bekomme ich nicht durch die Gitterstäbe, auch wenn sie... Ja, du verstehst, was ich meine. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, aber nee, das funktioniert nicht. Könntest du dann diesen Satz einbauen von Resident Evil 5? Aber wir sind Partner. Bis zum Schluss. Oh mein Gott. Julia, war das nicht das Modell für Jill in Resident Evil 3 Remake? Oder bringe ich da was durcheinander? Oh, Hallöchen. Auch sie möchte ein Zäpfchen. Bitteschön. Wir sind Partner. Bis zum Schluss.
Sascha Zotova. Ja, ich kann den Namen nicht auseinanderhalten. Stimmt, die Resident Evil 1 Chill ist um einiges hübscher als die Resident Evil 3 Chill. Oh, Crimson Head. Klingt total ähnlich. Julia Watt. Ja, ja, ja. Du weißt, was ich meine. Laufen könnte eine Explosion verursachen, die super fatal ist. Könnte. Also gehen wir spazieren. Lalalala. Ich nehme mal das Farbband mit, einfach weil. Das kann ich Chill geben zum Spielen, dann kann sie die Wand bemalen oder so. Höhlenmalerei. Ja, das habe ich gewusst, dass sie nebenbei Chill Cosplays macht. Aber die... Wie ist die nochmal? Sascha Zotova, glaube ich. Die hat nach einem YouTube-Kanal, wo sie Resident Evil spielt im Cosplay. Genauso wie die Darstellerin für Claire und Leon. Die haben auch irgendwie einen YouTube-Kanal, wo sie den Remake in Cosplay gespielt haben. Ganz lustig anzusehen, ja. Schon interessant, wie sich das in den letzten paar Jahren so geändert hat, das ganze Gaming-Image für gegenüber Normalsterblichen und sowas. Früher, wenn du gesagt hast, hey, ich spiele Videospiele, was bist denn du für einer? Geh weg. Und heute, boah, cool. Hm. Machst du auch dies und das? Ja, ja, sowieso. Eine ganz andere Welt. Okay, das passt. Dann muss ich nur erst das Knöpfchen drücken und dann sollte das eigentlich schon alles wunderbar passen. Endgame, kurz vom letzten Boss. Der Boss ist um so viel einfacher als wie der von Code Veronica. Der Code Veronica Boss am Schluss ist so so tanky und nervig. Und Moment. Was sehen meine entzündeten Augen? Ein Verteidigungsobjekt, das ich nicht mehr brauchen werde, aber ich nehme es einfach mal mit. Was bitte? Ein Fotoshooting im Schuhgeschäft. Und da waren Zombie mit Fußfetischisten-Zombie dabei. What the fuck? Wie darf ich mir das denn vorstellen, bitte? Show me your feet. Ach ja, das ist auch was in den letzten Jahren geändert hat. Es ist nicht mehr send nude, sondern schick mir Bilder von deinen Füßen. What the fuck? Ich habe mein Resident Evil 2 Remake damals gemoddet, um es ein bisschen interessanter zu machen. Ich habe das nämlich so eingestellt, dass ich die alte Resident Evil Regel befolge, dass ein Headshot bei einem Zombie den Zombie sofort tötet. Ja? Also jeder Headshot war quasi ein Crit. Und aber um das auszubalancen, konnte ich in 2 Hits getötet werden. Das war ziemlich spaßig.
war im Remake einfach doof, wenn du einen Zombie hattest, der wohl 15 Headshots brauchte, um ihn zu töten, ja. Und dann war er nicht mal tot, dann stand er irgendwann wieder auf. Das war so dermaßen dämlich. Hast du ihr das schon gesagt? Hast du ihr das schon getweetet? Wenn nicht, tu es. Rebecca! I saw you in the inner garden. I finally caught up. Well, I'm glad you're okay. No more following. Just stay with me, kid. That's my plan, sir. Rebecca war in der Serie so viel cooler als im Remake. Irgendwie. So viel tougher irgendwie. Nein, nein. Der Resident Evil 2 Remake war okay. Okay, er war nicht mega, besonders weil sie die A-B-Seiten verhaut haben, ja. Schubmunition, die brauche ich nicht mehr. Beim Original Resident Evil 2 war A und B total anders da zum Spielen, ja. Und im Remake war das eigentlich identisch, nur die Startlocation war anders und du hast eine andere Waffe bekommen, ja. Eine andere Startwaffe. Ansonsten war es 1 zu 1 gleich. Was ziemlich traurig war irgendwie. Wesker. Whiskers. So Captain Whiskers. Chris, you make me proud. But of course you are one of my men. Thanks. Since when, Wesker? I'm afraid I don't know what you're talking about. Since when have they been slipping you a paycheck? I think you're a bit confused. I've always been with Umbrella. And Stars were Umbrella's. No, rather, my little piggies. The Tyrant virus leaked, polluting this whole place. And unfortunately, I had to give up my lovely members of Stars. You killed them with your own dirty hands! You son of a bitch! No. Oh, yes, dear. Just like this. Rebecca! Don't move. You. I don't think you want to die just yet. I have something that's of some interest to you. Und nicht nur die Zombies, auch Mr. X kommt in die Haupthalle. Coolste Tyrant Modell irgendwie. The ultimate life form. Tyrant. Wesker, you've become senile. Chris, you'll never understand. It's magnificent. Wesker! Freak. Chris, sowas sagt man nicht. Oh, Kurschen. Der Tyrant hat auch Gefühle. Tja,
Ach so, ich sollte mich vielleicht um Rebecca kümmern, ne? Da war was. Rebecca, bist du okay? Oh, Fötusposition. Dir geht's gut. Wie, kein Anschlussloch. Chris. It's a good thing you were wearing your bulletproof vest. There's nothing left for us to do here. Let's get moving. Okay. Wie, keine Frage wie, hey, wie geht's dir? Alles okay? Ist dir was passiert? Brauchst du ein Pflaster? Gut, dass du deine kugelsichere Weste anhattest. Bestimmt gesponsert von Umbrella. 100 Pro. Ich bin auch am überlegen, was ich morgen streamen soll. Chris? What is it? I found a file in the lab. Apparently there's still a lot of tyrant virus here. We should blow this whole place up. Right. The show must go on. I'll leave that up to you, Rebecca. I'm on it. I'll start the self-destruct system I found a little while ago. It's not like we're out of this yet. I'll see you on the outside. Outside. Ist das nicht ein bisschen verantwortungslos, wenn du den Rookie im Team so quasi fast in den Tod schickst? Oder eine Gefahr aussetzt, das nicht sein müsste, Chris? Aber okay. So, nicht vergessen, Chip zu befreien. Weil ich jetzt nicht weiß, was so richtige Vorgehen ist. Soll ich klopfen an der Tür, bevor ich reingehe zu Jill? Also sie könnte beschäftigt sein, oder soll ich einfach die Tür aufmachen? Jetzt weiß ich, wo du dich rumtreibst. Aha, auf Pornhub. Mhm. Okay, ich kenne mich schon aus. Wobei könnte Jill jetzt nicht selber raus, ich habe die ganzen Dinge entsperrt eigentlich. Warum läufst du nicht von alleine raus? Jill, sorry I made you wait. Du bist nicht mal nackig. Let's get out of here. Ich wusste, du kommst. Sehr mehrdeutig, Jill. Oh hey. Es war auch interessant, dass keiner fragt, was mit Barry ist. Barry wer? Das ist ja kein. Barry ist nicht wichtig. Let's get going. Naja, chill, das ist alles super, super cremig und so. Muss ich diese Frage beantworten? Ich denke nicht, dass ich diese Frage beantworten sollte. Aus mehreren Gründen nicht. Ich speichere nochmal. Einmal, weil ich es kann. Nicht, weil ich es brauche, sondern weil ich es kann. Du musst ja auch erstmal schaffen, dass du das in Ruhe weghast. Herr. Selbstzerstörung aktiviert. Sie haben noch 10 Minuten zu leben. Bitte erledigen Sie alles, was Sie noch zu erledigen haben. Wie speichern oder Gang aufs Klo und sowas. Wobei das eigentlich total unlogisch und dumm ist, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Rebecca hat die Selbstzerstörung aktiviert. Wobei wir noch gar nicht wissen, wie viel von diesem
Labor-Anwesen entkommen sollen. Wir wissen ja nicht, dass da oben wirklich diese SOS-Flares sind für den Helikopter. Das wissen sie ja noch nicht. Es waren auch keine oben. Was meinst du mit Starte? Ich habe mir von Resident Evil die Hot Toys Figuren gekauft. Da habe ich einen Albert Wesker von Resident Evil 5, einen Ada Wong von Resident Evil 4 und Jill Valentine von Resident Evil 5 in diesem Battle Suit Outfit mit Kapuze und so. Bin ich jetzt falsch abgebogen? Hat aber auch eine 200 Euro gekostet, von dem her. Ach, das ist der falsche Aufzug. Ich muss ja genau in die andere Richtung. Ich muss ja wieder zurück nach oben. Bäh. Immer problematisch, wenn du sowas haben willst und wohnst in der WG oder sowas. Das ist immer so, kostet einen Haufen Geld und so weiter. Genau, letzter Bosskampf. Jawohl, ja. Yes. Genau, hier sind wir richtig. Wo ist Rebecca? Rebecca wer? Rebecca kommt von alleine, oder? Ich hoffe, sie kommt von alleine. Alle Sachen, Munition, alles, was ich nicht brauche. Warum haben wir Empfang, aber warum können wir nicht zurückfunken? Das ist die Frage. Hoppala. The self-destruct system's activated. Good work. Brad's up in the helicopter. Those things are coming. I'll take care of them. But Chris, you just get in contact with Brad somehow. Okay. Was war hier der Plan? Warum schalte ich die Selbstzerstörung an, wenn ich noch keinen Escape-Plan habe? Warum? Oh, der Timer läuft schon, das ist super. Wir haben noch 2 Minuten und 50 Sekunden zu leben. Bitch Slap, quer durchs Gesicht. Das ist nicht mehr so hübsch. Oh, Rebecca, ernsthaft. Hui. Zweitens weiß ich nicht mehr, ob der Kampf noch Schaden oder noch Zeit ging. Au. Okay,
Genau, schieß ihm in die rechte Arschbacke, das hat er verdient. In die rechte Arschbacke. Oh, nee. Chris, use it! Kill it, whatever it is! Warum hört man keinen Hubschrauber im Hintergrund? Geht direkt vor dem Tyrant auf die Knie. Sehr gut, Chris. Sehr gut. Wie fühlt sich das an? Wie abgewehrt? What the fuck? Der hat die Rakete abgewehrt. What the fuck? Ich wusste gar nicht, dass das geht. Chris alleine mit zwei Mädels im Hubschrauber. Der Beginn einer wundervollen Orgie. Coole Sache. Dann kann der die Rakete abwehren. Das habe ich gar nicht gewusst. Sehr interessant. Ich will meine Endstatistik eigentlich gar nicht wissen, weil die sieht wahrscheinlich überhaupt nicht gut aus. Nach all den Jahren immer noch ein sehr, sehr cooles Spiel. Ich glaube, das dürfte jetzt 18 Jahre auf dem Buckel haben, die Original GameCube-Version. Ich glaube, die kam 2002 in den Handel. Trotzdem immer wieder gut. Wie lange habe ich jetzt gebraucht? 2 Stunden 40, 3 Stunden 40, 4 Stunden 40, 5 Stunden, 5,5 Stunden sowas. Unakzeptabel. Shinji Mikami. Chris, you did a fine job. 5 Stunden und 6 Minuten. 83 Monster getötet, 260 Kugeln verballert, 12 Mal gespeiert, 18 Mal geheilt. You got a closet key. Für Kostüme. Naja. Brauche ich das? Nö. Nicht wirklich. Oh, Galleries, nur Endings. Okay. Gut, das war Resident Evil Rebirth. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal, was wahrscheinlich morgen sein wird. Entweder im Laufe des Tages oder gen Abend. Sehr wahrscheinlich. Gut, ich bedanke mich und ich sage bis demnächst. Ciao, ciao.